Hallo ihr Lieben, heute nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich habe gerade erfahren, dass Gunnar Kaiser verstorben ist. Also die von euch, die auch abseits unserer Kanäle geguckt haben, die kannten ihn sicherlich. Sie hatten eine sehr hochwertige Arbeit gemacht, der Gunnar. Ich hatte mit ihm auch Kontakt gehabt. Er ist zwar nie zum Interview gekommen, aber er hat extrem gut und messerscharf recherchiert auf eine extrem ruhige Art und Weise. Wurde auch angegriffen ohne Ende. War ein sensibler Mensch und er ist leider verstorben. Es ist leider so in so einer Situation, dass man darüber nachdenken sollte, was die wenigsten machen, über den Sinn des Lebens, was ich immer sage, und über die Sterblichkeit, dass das Leben eigentlich nur ein Wimpernschlag ist. Karl Hilz beispielsweise, über den redet kein Mensch mehr. Der war in Leipzig noch mit mir bei der Demo, wo die wurde zwar, ich sollte der letzte Redner damals sein, er konnte noch vor mir reden, wurde ja im Oktober 2020, die waren schon abgebrochen, damals vor 20.000 Leuten, war überall bei allen Demos unterwegs, es wurde von der Polizei von der Bühne runtergerissen, redet kein Mensch mehr über ihn. Markus Gärtner, Freund von Max Otte, Max Otte hatte ich interviewt, der war bei mir schon Privatinvestor, Smart Investor, ist ein richtiger Journalist gewesen, hat auch einen YouTube-Kanal gehabt, hat auch eine sehr gute Arbeit verrichtet, damals sogar Werbung gemacht für meinen GZ-Prozess. Und der Mann ist 2022 verstorben, hier gleich. Und das war immer meine. Das sind Momente, wo man sich immer sagen sollte, bin ich zufrieden? Bin ich im Frieden? Und zwar im Frieden mit mir selbst. Das ist das allererste, bevor ich draußen in der Welt Frieden erwarte, muss ich mit mir selbst erstmal in Frieden sein, beziehungsweise kommen. Weil Frieden ist eigentlich der Urzustand, um den es geht. Weil ein Kind kommt und nicht im Krieg zur Welt, sondern wenn es aus dem Mutterleib rauskommt, ist es im Frieden in dem Moment. Und es ist alles immer vorhanden. Und ich finde wichtig, dass man diese Momente annimmt in Andacht, in Mitgefühl, in Barmherzigkeit und auch diese Energie nimmt und auch weiterträgt an andere Menschen. Dass wir einfach mal erkennen, dass uns einfach viel mehr verbindet, als uns trennt. Weil die Kräfte, die nichts anderes machen als zu teilen, nach dem alten Prinzip, teile und herrsche, die sind aus meiner Sicht dem Untergang geweiht, weil diese Energie, ich nenne mal die Liebe der Freiheit, die einzeln nur sein kann, was Gandhi damals schon sagte, weil zum Frieden reicht eine Hand aus. Und deswegen ist wichtig, aus meiner Sicht, in dem Moment abends mal über sein eigenes Leben nachzudenken. Das kann schneller vorbei sein, als man denkt, das einzige Sichere im Leben ist die Unsicherheit. Und eins ist aber sicher, wenn du die physische Welt betrittst, dass du irgendwann sterben willst. Aber der Tod ist nichts anderes als ein Übergang. Und die meisten Menschen sterben aber schon, während sie leben. Aber es ist wichtig, dass man anfängt, beim Leben letztendlich den Tod zu erkennen, dass der Tod was viel Größeres ist. Eine Transformation, aber die Transformation sollte ich im Hier und Jetzt schon erreichen. Das ist der Grund, warum die Buddhisten ja eigentlich ihr ganzes Leben darauf vorbereiten. Auf den Tod, aufs Nirvana. Sind aber gute Menschen, sag ich mal. Also jemand, der nicht in der Materie so drinsteckt, würde sagen, naja, da könnte mir gleich das Leben nehmen. Wird aber zu weit, das jetzt zu erklären. Da reden wir dann über erdgebundene Seelen und so weiter. Das ist also, wie sitzen die in der Schule? Ja, an diesem Punkt möchte ich gerne mein Mitgefühl bei den Angehörigen von Gunnar weitergeben und gute Energie. Und alles Liebe für euch.